Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, bald fangen wir an. So, ich gebe ein paar Minuten für die andere, um unsere Veranstaltung zu erreichen. So, und jetzt zum Anfang auch ein Videobeispiel zu unserem Thema. Schule ist Lernen und noch viel mehr. So, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Tovstau Lena. Ich bin Fachberaterin von Cornelsen Verlag. Ich glaube, wir könnten schon anfangen. Heute reden wir über die Videobeispiele über Einsatz von Video im DAF-Unterricht. Ich glaube, können mich alle hören, ja. So, wenn die Probleme kommen, dann könnten Sie bitte den Raum verlassen und wieder beitreten. Ich glaube, das hilft. So, zuerst möchte ich ja erklären, wie Sie nach dieser Veranstaltung die Teilnehmerzertifikate, also Bestätigung für Ihre Teilnahme, erfolgreich herunterladen können. So, betreten Sie bitte Linguist-Webseite in Teil Methodična Pitrimka, so methodische Unterstützung. Hier gibt es einen Kalender der Veranstaltungen, Kalender Sachudiv. So, und in der Liste suchen Sie bitte unsere Veranstaltung Videoeinsatz im DAF-Unterricht. Danach bitte den Fragebogen auszufüllen. So, und danach könnten Sie schon die Teilnehmerzertifikate herunterladen. So, gut. Dann fangen wir an. Also, heute reden wir über verschiedene Aspekte, über verschiedene Beispiele der Einsätze von Video im DAF-Unterricht. Unsere Agenda für heute, Präsentation des Verlags, das mache ich immer. Ich präsentiere auch die kostenlose Ressourcen, also als Deutschlehrerin, die in einer Sprachschule tätig ist, bin ich immer nach der Suche der interessanten, abwechslungsreichen Ergänzungsmaterialien und Unterlagen für meine Lernenden. So, weiter reden wir über die Gründe von Einsatz der Video im DAF-Unterricht. Welche Vorteile gibt es in dieser Richtung? Welche Motivation für Hörseh-Verstehen-Aspekte des Videos im Unterricht? Welche gelungene Formate könnten wir betrachten? Und selbstverständlich, wenn Sie in diesem Thema tief sind, also Sie interessieren sich sehr stark für diese Problematik, dann könnten Ihre Schüler selbstverständlich eigene Video machen. Warum nicht? So, Cornelsen Verlag ist ein großer Konzern
eine Vereinigung von mehreren Verlagen und schon mehr als 10 Jahren Duden Schulbuchverlag ist ein fester Bestandteil von Cornelsen Verlag. So, die Interesse des Verlags in der Ukraine vertritt Linguistunternehmen, das ist der Vertriebspartner vom Verlag. Die meisten neuen Lehrwerke von Cornelsen Verlag haben eine Zulassung vom Bildungsministerium. Die neuen Lehrwerke sind in Zusammenarbeit von Duden Verlag erfasst. Das sind das Leben und das Lehrwerk für die Jugendliche prima aktiv. So, selbstverständlich möchte ich auch darauf hinweisen, dass alle diese Materialien, alle diese Lehrwerke haben als fester Bestandteil, als Zusatzbestandteil Videobeispiele, Videofilme, die Sie kostenlos von Cornelsen Webseite herunterladen können. So, einige von diesen Lehrwerken, insgesamt mit Online-Ressourcen, die Sie kennen schon seit langem, die zeitbewährt und zuverlässig sind, könnten Sie mit sehr starkem Rabatt bei Linguist erwerben. Dazu gehören verschiedene Lehrwerke, Nachschlagewerke, Lektüren, Bildwörterbücher und auch grammatische Unterlagen für Grundschulkinder und für die anderen. So. Linguistunternehmen als ein Vertriebspartner von Cornelsen Verlag bietet für Sie sehr viele interessante Programme, sehr viele Studienmaterialien und auch schlägt eine erfolgreiche und günstige Zusammenarbeit vor. So. Ich möchte auch nochmals den Informationsraum auf der Cornelsen-Webseite demonstrieren. Deutsch als Fremdsprache darf. In diesem Informationsraum finden Sie die Präsentationsseiten von Lehrwerken. Diese Präsentationsseiten finde ich besonders nützlich, weil sie uns nicht nur die Lehrwerke präsentieren, sondern die Ergänzungsmaterialien, zu deren Sie Zugriff haben, absolut kostenlos und unverbindlich. Also durch Präsentationsseiten könnten Sie auf Seite Cornelsen Webcode kommen und ohne Anmeldung die Materialien herunterladen. Einschließlich Lehrfilme, Videofilme und andere Materialien, die heutzutage sehr nachgefragt sind, sehr relevant, wie beispielsweise Clio-Materialien oder Bild- und Wortkarten. So. Ich möchte auch noch Ihre aufmerksam auf kostenlose Arbeitsblätter hinweisen. So, diese Arbeitsblätter sind didaktisiert und editierbar. Dank dieser Arbeitsblätter könnten Sie 4 Fertigkeiten üben und einschließlich Videoformate. So, es gibt die Arbeitsblätter, wo Sie nicht nur lesen, sprechen, schreiben mit Ihren Lernenden vorbereiten können, sondern Sie könnten auch am Ende, also zwischen den Materialien im Arbeitsblatt die nützliche Linke zu Videos finden. Beispielsweise das Thema Tag der Jogginghose ist ganz gut auf dem Arbeitsblatt repräsentiert. Und dazu gibt es auch Möglichkeit, mit Video dieses Thema mit Lernenden zu bearbeiten. Warum sind Video so populär, so beliebt und wir nutzen immer oft Videos im Unterricht? So, in erster Linie selbstverständlich, das gibt uns Möglichkeit,
die Geschichten, die Erlebnisse der Menschen in Zielspracheland demonstrieren. So, die Video geben uns Möglichkeit, in kurze Zeit die Lernende ins Thema abzuholen. So, immer muss ich betonen, dass Video kann ganz kurz dauern. Also Video kann ganz klein sein, aber die Arbeit mit diesem Video, also Bearbeitung, verschiedene Übungen, die auf der Basis von diesem Video ausgearbeitet sind, könnten Sie so viel wie möglich, so viel wie Sie brauchen, in Ihrem Unterricht einsetzen können. So, außerdem Videos geben uns die Erhöhung der Motivation und helfen, die Lernprozesse zu steuern und weiterzuentwickeln. So, selbstverständlich reden wir über authentische Videos im Unterricht, aber authentische Videos betrachten wir in diesem Fall als Bestandteil von einem Lehrwerk oder von der Reihe eines Kursen. So, das sind nicht die originale Video, obwohl eine Möglichkeit, solche Typen von Video im Unterricht einzusetzen, bleibt auch sehr populär und sehr beliebt. Aber wir reden in unserem Fall über Lernvideo. So, aber diese Video sind sowieso authentisch. Sie demonstrieren uns die originale deutsche Sprache. Sie helfen uns in die Kommunikation Situationen einzugehen und selbstverständlich machen den Lernenden mit der Kultur und mit der Sprache im realen Zielländer oder machen uns bekannt mit der Zielkultur. So, welche Kriterien gibt es in der methodischen Literatur in diesem Zusammenhang? So, welche Kriterien sollen wir folgen, wenn wir über Videoeinsatz im DAF-Unterricht reden? So, selbstverständlich Authentizität, also die Situationen, kommunikative Situationen sollen den Lernenden sogenannten authentisches Sprachgefühl vermitteln. So, das sind die Szenen aus dem realen Leben. Selbstverständlich kulturelle Relevanz, wie habe ich schon erwähnt, fördern die Kommunikation und tragen zur Entwicklung der Kenntnissen bei und wecken die Interesse zur Sprache. So. Selbstverständlich sollen wir bei der Auswahl oder bei Anwendung von Video didaktische Angemessenheit beachten. Also in diesem Zusammenhang reden wir über Sprachniveau oder sollen wir Sprachniveau der Lernenden anpassen, um Einsatz von diesem Video wirklich effektiv wäre. So, umsonst empfehle ich, genauso wie beispielsweise auf meiner Folie, sehen Sie diesen animierten Hamburger, der tanzt und springt. Nutzen Sie die mögliche Videos, mögliche Filme zu bestimmten Themen. Was noch interessant und zu beachten wäre, die Zielgruppen, für deren Sie Video suchen
Oder Sie sollten dabei im Auge oder im Kopf haben, welche Bedürfnisse, welche Interesse, welche Motivation der Lernenden dabei beachten wird. Beispielsweise in der Grundschule, wir können gleich mit Videoeinsatz oder mit Varianten von Videoeinsatz als Animationsfilm schon in der Grundschule beginnen. Ich zeige jetzt ein Beispiel für die Grundschulkinder aus dem Lehrwerk Bruna und ich. Das ist nicht nur ein Video. Normalerweise zu diesem Lehrwerk gibt es immer zwei Varianten, zwei Optionen für Videoeinsatz. Es könnte ein Video so sein oder es könnte eine Videokaraoke für die weitere Arbeit, für die weitere Bearbeitung des Wortschatzes und der grammatischen Strukturen sein. Hallo, wie geht's? Hallo Bruno, mir geht's gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich gehe in die Schule. Ich gehe auch in die Schule. Komm, wir gehen zusammen. Was ist denn deinem Schulranzen? Ist der schwer? In meinem Schulranzen sind vier Bücher, vier Hefte, meine Federtasche und Sportsachen. So viele Bücher. Gehen wir heute Nachmittag auf den Spielplatz? Das geht nicht. Unsere Klasse geht heute in den Zirkus. Normalerweise könnten Sie entweder dieser Film als Möglichkeit, als eine Angelegenheit, Wortschatzstrukturen oder grammatische Strukturen zu festigen. Oder die Lernenden könnten gleich mit Bruno kommunizieren. Selbstverständlich mit Videoarbeit, mit verschiedenen didaktischen Ansätzen können Sie immer so frei umgehen, wie Sie oder Ihre Lernende brauchen. Also normalerweise selbstverständlich, Video ist ein Ausgangspunkt für kommunikative Aufgaben oder für die Projekte. Aber normalerweise wählen Sie den Weg oder die Option, die extra für Ihre Lernende, für Ihre Klasse besonders gut wäre. Selbstverständlich für Video, für Popularität und starke Einsetzungskraft von Video muss ich sagen, dass wirklich mit Video zu arbeiten ist immer leicht, ist immer gemütlich, das macht Spaß und dabei werden sogenannte alle oder mehrere Sinne im Spiel. Sie könnten diese Hör Sehe, Verstehen, Aktivitäten, Optionen ganz leicht aktivieren. Normalerweise könnten Sie Video als eine Zusammenfassung für ein Thema nehmen. Im Lehrwerk für die Grundschulkinder Prima los geht's. Das ist auch ein Lehrwerk für die Grundschulkinder ab 9 oder 8 Jahren.
sehen wir die Abenteuer von Leo und seiner Freundin Ella. Diese Aufgaben und diese Seiten werden als kleine und große Pause mit Leo genannt. Und in diesen Übungen könnten wir die Kenntnisse, also die Aneignung von Lernstoff unserer Lernenden, unseren Schüler testen. Jo, hier ergibt es sehr viele interessante Möglichkeiten. Normalerweise es ist es eine Wiederholung, aber die Schüler warten immer auf Leo, auf Abenteuer von Leo und betrachten diese Testarbeiten, also diese Testperiode nicht so gestresst. Ja, sie genießen einfach die Kommunikation, sie genießen die Aufgaben, die Übungen mit Leo und seine Freundin. So. Ahoi, ich bin's, Kater Leo. Mir ist ja so langweilig. Aber jetzt mit Ella Fußball spielen, das ist super. Hallo, Ella. Spielst du Fußball mit mir? Nein, ich gehe in die Schule. Okay. Ich gehe auch in die Schule. Nein, Schule ist nur für Kinder. Warum bist du traurig? Na, Schule ist nur für Kinder. Aber es gibt die Schule für Katzen. Was? Wirklich? Ja. Dann brauche ich Bücher, Hefte, Federtasche. Na dann, los geht's. Ella und ich gehen in die Schule. Guten Morgen. Miau. Miau, Frau Lehrerin. Herzlich willkommen in der Schule. Wie heißt du? Ich heiße Leo. L-E-O. Herzlich willkommen, L-E-O. Haha, richtig. Schule ist cool. Die Kinder sind lieb. Ella, jetzt bin ich der Lehrer. Ja, okay. Das ist toll. Dann haben wir jetzt mein Lieblingsfach. Sport. Schule macht Spaß. Ich bin ein guter Lehrer. Ja, klar. Du, Ella, bin ich dein Freund? Ja, du bist mein Freund. Aber du gehst nicht in meine Schule. Warum? Ist es dort langweilig? Ahoi und bis bald. Euer Kater Leo. Ja, Sie haben doch verstanden, dass es um Thema Schule, Schulsachen geht. So, außerdem in diesem Thema wird diese Frage des Buchstabierens bearbeitet und im Prinzip viel mehr. So, normalerweise könnten Sie auch zum Zusammenfassung, also zum Schluss diese Variante des Animationsfilms nehmen. So, wie könnten Sie
noch mit Video arbeiten oder wie könnte verschiedene Videobeispiele, Videooptionen bearbeitet sein. So, Sie könnten Video als Hausaufgabe, also Bearbeitung von Video, als Hausaufgabe für die Lernende geben. So, selbstverständlich dabei könnten Sie oder sollten Sie einen bestimmten Teil von Aufgaben extra für diesen Teil oder für diesen Unterricht wählen. So, Sie könnten Video zwischen oder die Aufgaben zu diesem Video könnten Sie zwischen Lernenden auch teilen. So beispielsweise eine Gruppe präsentiert die Ereignisse oder das Thema, das von einer zu deren eine Person zuständig wäre, oder Sie könnten Video als Basis für weitere Diskussionen oder Aktivitäten im Unterricht weiter wählen. So, selbstverständlich mit diesem Video in diesem Zusammenhang könnten Sie mehr arbeiten oder die Zeit der Bearbeitung von diesem Video könnten Sie dabei verlängern. So, beispielsweise Sie könnten den Film im Unterricht kontrollieren. Sie könnten den Wortschatz, die grammatische Struktur auch in Betracht nehmen und weiter schon eine Reflexion von Lernenden bekommen. So, aber eine unerwartete Wendung könnte auch sein. Also eine unerwartete Wendung ist immer herzlich willkommen. Normalerweise, wenn beispielsweise Sie arbeiten schon genug lange über ein Thema, so oder haben Sie schon gründlich das Thema bearbeitet, aber leider gibt es kein entsprechendes Video, keinen passenden Film zu diesem Thema, könnten Sie einfach ein Video extra von einem anderen Thema nehmen, ja, und Sie könnten dieses Thema oder dieser Film als Wiederholung präsentieren. Normalerweise habe ich vor kurzem mit Thema die Familie gearbeitet. So, wir haben im Prinzip alle Aspekte schon in Betracht genommen. Es war eine Diskussion. Wir haben sehr viel mit Lernenden dazu geredet. Und danach habe ich zufälligerweise ein interessantes Video in Instagram gefunden. In diesem Video war ganz schön ein Hotel für Tiere, also mit Hotel für die Familien mit Tieren präsentiert. So, dazu war ein Video, die Wohnzimmer, also die Wohnräume werden ganz gut präsentiert. Sehr schön war die Werbung mit angemessenen Wortschatz, mit grammatischen Strukturen. Und ich habe dieses Video genommen und wir haben weiter mit diesem Thema, also Hotel für
tierfreundliche Hotel für die Familien mit Haustiere betrachtet. Das hat wirklich Spaß gemacht. Normalerweise haben wir schon wenig über die Familien gesprochen, sondern wir haben über die Natur, über die Tiere geredet. Wir haben auch Möbelstücke, Zimmerausstattung wiederholt. Das war immer klasse. Das war nicht so hundertprozentig zu Thema Familie gepasst, aber in dieser Richtung oder in dieser Umgebung irgendwo war das. So, normalerweise haben wir sehr großen Spaß bekommen. So, was übrigens muss ich sagen, es gibt sehr schöne Angebote in Instagram, in Facebook weniger, aber in Instagram ja, wirklich kurze Short-Videos, also diese kurze Filme, die sie genug authentisch, ja, und sie könnten nicht so hundertprozentig dem Sprachniveau der Lernenden entsprechen. Also beispielsweise, sie haben die Lernende auf dem Niveau A1, A2, aber Video ist genug komplizierter, ja, aber dank der Interesse zu diesem Thema und dank den Ereignissen in diesem Video könnten Sie absolut relevante für Ihre Lernende diese Option auch nehmen. Na, im beliebigen Fall könnten Sie das probieren. So. Welche überhaupt Varianten der Arbeit mit Video, also welche Aspekte könnten wir mit Zusammenhang, im Zusammenhang mit Videoeinsatz beachten? Na, selbstverständlich, bevor wir den Film oder das Video im Unterricht präsentieren möchten, sollen wir unsere Lernende zu diesem Video vorbereiten lassen. So, Einstieg könnte mit Bildern zu diesem Thema, mit Mindmap sein, also mit Oberbegriffe, Unterbegriffe sein. So, sehr wichtig, sogenannte Wortschatz Vorentlastung Übungen zu machen. Ja? Die Lernende, obwohl die Videoreihe oder Bild hilft sehr bei der Verständigung des Videos, brauchen wir sowieso sogenannte Übungsarbeit, also Vorentlastungsarbeit mit Wortschatz. So. Assoziogrammen helfen auch. Wir könnten auch die Vermutungen von verschiedenen Seiten betrachten, beispielsweise so was meinst du, woran ist dieses Video gewidmet? Oder wenn wir also die ersten die ersten Minuten von Video betrachten könnten, dann bitte, was meint ihr, wovon wird die Rede weitergehen? So. Und selbstverständlich, es könnte auch ein Austausch sein, also wir könnten ein bisschen an die Meinungen der Lernenden angehen, um den persönlichen Bezug in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang von diesem Thema herstellen. Während des Sehens gibt es auch sehr verschiedene Optionen. Ich möchte nur einige von diesen vorschlagen. Beispielsweise, wir könnten zuerst den Film ohne Ton ansehen oder
Wir hören die Geräusche, wir hören die Stimmen, die Kommunikation an und sehen Bild nicht. Ja, so hier könnten Sie die passende für Ihre Situation in Variante wählen. So, Sie könnten auch sogenannte Beobachtungsaufgaben geben. Ja, so bitte macht ihr bitte Notizen, wo die Personen in diesem Video momentan sind. Was steht auf dem Tisch? Ja? Oder was sehen wir im Hintergrund? So. Oder wie viele Personen normalerweise sind in jedem Teil, also in jedem Gespräch? Wie sehen die Personen aus? Wie sind sie angekleidet? Feierlich oder nicht so ordentlich? So. Die Lernenden können auch Checkliste kontrollieren. Ja, sie könnten vor dem Film eine Checkliste machen und wenn wäre es besser, dann könnten Sie die passenden oder die entsprechende richtige Variante suchen. So, und selbstverständlich gibt es sogenannte Zuordnungsübung. Ja, für Filme gibt es den Text, also Skript, ja, und Sie könnten, die Lernenden könnten einfach wählen, wer hat das gesagt, ja, und wem gehören diese Aussagen. Okay. So, nach dem Sehen, die Palette von Aufgaben ist auch sehr breit. Entsprechend der Situation könnten Sie entweder eine Diskussion wählen oder ein Rollenspiel. Es könnte ein Interview mit Personen aus dem Video sein, ja. Und selbstverständlich, es gibt sehr viele Möglichkeiten, eine schriftliche Aufgabe durchzuführen. So, Schreibanlässe zu Video, Kommentare, Beiträge, Artikel sind unzählbar. So, alles hängt nur von Ihrem Wunsch, von Ihrer Idee oder wie Sie diese Situation betrachten. So, alles könnten Sie entscheiden. So. Selbstverständlich als Unterstützung in Lehrwerken gibt es schon die Aufgaben, also die Unterlagen, die Übungen, die uns mit der Arbeit über den Film, über diesem Video helfen. Ja, das sind die Beispiele aus dem Lehrwerk Primaktiv. So und dabei haben wir verschiedene Varianten, ja, so für Lehrer. Also es gibt die Notizen für Lehrer. So, was machen wir beim Sehen? Welche Ziel haben wir während des zweiten Sehens oder während des dritten? Beispielsweise, wir haben Ziel, detailliertes Hörverstehen. Dazu sollen die Lernenden folgende Reihe der Aufgaben erfüllen oder was machen wir während des ersten Sehens? Wir haben Ziel, Festigung, Wortfeld, Berufe. Ja? So, oder wir machen so, wir sehen den Film nicht komplett, ja, von Anfang an bis Ende, sondern wir machen Stopp, ja, und wir arbeiten mit den Teilen von diesem Video. So, selbstverständlich, die Idee vom Video im Primaktiv ist auch eine Zusammenfassung, ja, also Video. In diesem Fall sind als Bestandteil, als Möglichkeit, die Kenntnisse zu kontrollieren, zu erfrischen, zu testen. Und dazu könnten wir Schritt für Schritt
gehen. Ja, es gibt sehr viele Aufgaben, die wir, bevor wir vor dem Video sind, gehen können. Ja, so. Und auch die Lernende könnten schon die grammatische Strukturen, Wortschatz, alles schon bevor bearbeiten. So. Ich zeige jetzt ein Beispiel. Normalerweise, ich muss gleich sagen, dass dieser Film ist länger als, als andere Optionen. So. Dieser Film dauert etwa 5 Minuten, aber so, der Film ist ziemlich interessant und mit diesem Video, dieser Film ist ein Bestandteil vom Thema Zusammen sind wir stark. Könnten Sie mit Kindern etwas aus der Reihe oder aus dem Bereich kritisches Denken organisieren? So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Vlog Amalias und Marvins Welt. Heute geht es bei uns um Zusammenleben. Wusstet ihr schon, dass Amalia nach dem Abitur in Spanien studieren möchte und dort in einer WG wohnen will? Also in einer Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden zusammen. Und heute machen wir einen Test. Ich habe den Test im Internet gefunden und er heißt: Bist du fit für die WG? Denkt ihr, dass ich fit für die WG bin? Also Amalia, bereit? Los geht's. Frage 1. Bist du gern mit anderen zusammen? A. Ja, am liebsten 24 Stunden pro Tag. B. Ja, manchmal. Oder C. Nein, ich bin lieber allein. B. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, aber ich brauche auch Zeit für mich. Das ist mir sehr wichtig. Ich kann auch allein sein. Das ist kein Problem für mich. Und du? So, Entschuldigung. Na, so. Warum habe ich den Video gestoppt? So, was wollte ich sagen? So, normalerweise mit diesem Typ von Video könnten Sie folgende Übung oder folgende Diskussion organisieren. So, die Lernende beantworten die Fragen zusammen mit den Personen aus dem Video. So, in diesem Fall, so, das ist nicht mein Tipps, so, sondern steht in der Handreichung. So, es wurde vorgeschlagen oder es wurde empfohlen, die Lernende gleich ins Thema abzuholen. So, und sie beteiligen an dieser Befragung auch gemeinsam mit Amalia und Marvin. So, na, die Lernende können eigene Meinung, also eigene Antwort geben. Und dann hören wir weiter, was berichtet oder wie ist die Meinung dazu von Amalia. So, weiter wird auch die Meinung von hören wir auch die Meinung von Marvin und danach könnten wir auch zum Schluss, also dazu gibt es auch die Aufgaben, die Tipps, also die Empfehlungen, die Beratung nicht nur für Amalia, sondern für andere in unserem Klassenraum
zu geben, ja, wie kommuniziere ich besser in der WG, wie könnte ich die komplizierte Streitfragen, kontroverse Fragen lösen. So, in diesem Thema übrigens ist sehr schön die Frage der Mediation und Konfliktlösungen so ganz gut präsentiert. So, so glaube ich, ich werde nicht den Film komplett zeigen muss. Wir sind ein bisschen knapp bei der Zeit. Aber ich möchte nochmals betonen, dass alle diese Materialien, Videos, Kopiervorlagen, Klärmaterialien für Prima Aktive sind für alle zugänglich auf der Cornelsen Webcode. So, Problem ist nur, alle diese Unterlagen, Übungen könnten Sie, wenn Sie kein Lehrwerk haben, sollen Sie schon selbst ausarbeiten. Ja, so, Entschuldigung. No, Moment. So. Welche Herausforderungen könnten beim Einsatz von Video im Unterricht sein? So, die Integration von Videos in Unterricht soll wirklich ganz gut gesteuert wird, so, und Sie könnten wirklich die passende Periode, also den passenden Moment für Video finden. Obwohl alle nehmen die Filmen und Videos ganz schön so an. Alle warten auf Videomaterialien, aber könnten auch die Motivation Problemen sein, wirklich. Die Lernenden könnten wirklich nicht so gut diese Videoformate oder den Inhalt des Films treffen oder empfangen. So, und das beeinflusst auch die Motivation. So, noch eine Möglichkeit in diesem Fall zu helfen oder die Situation zu verbessern. Videokaraoke. Also Videokaraoke ist nicht nur ein Teil oder könnten wir nicht nur im Bruna und ich treffen, sondern auch im Lehrwerk Das Leben. In diesem Lehrwerk für die Jugendliche und junge Erwachsene in jedem Teil, also in jeder Übungseinheit finden Sie Videokaraoke. So, dass dabei üben Sie Flüssigkeit beim Sprechen. Und genauso wie mit anderen Materialien ist es alles möglich, von Cornelsen-Webseite herunterzuladen. So, Moment, ich zeige, wie funktioniert. Hey, schön dich zu sehen. Aber du, es passt gerade nicht so. Ich bin voll im Stress. Hallo, warum bist du so gestresst? Naja, ich muss morgen in meinem Kurs eine Präsentation halten, aber ich bin noch nicht fertig. Außerdem habe ich Angst, vor so vielen Menschen zu sprechen. Du musst doch keine Angst haben, echt zu sagen. Schreib doch Karten mit Stichpunkten. Wieso das denn? Die Notizen helfen dir, frei zu sprechen. Oh ja, super Idee. Aber ich weiß auch nicht genau, wie ich anfangen soll. Wie wär's mit einem Eisbrecher? Ein Eisbrecher? Was meinst du? Zum Beispiel ein interessantes Bild. Oder ein passendes Zitat von einer berühmten Person.
Okay, da fällt mir sicher was ein. Und was mache ich, wenn jemand eine Frage hat? Du beantwortest die Frage gleich oder alle Fragen am Ende. Eine gute Idee. Super. Danke für deine Tipps. Da fühle ich mich gleich viel besser. Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp gegen Lampenfieber. So, normalerweise mit diesem Video könnten Sie genauso arbeiten, genauso umgehen wie mit Video aus Primaaktiv. Ja? So, Tipps haben zwei Personen ja besprochen. So, na, meine Liebe, gibt es noch Ideen? Es gibt, gibt es auch Erfahrungen? Habt ihr schon Probleme mit der Präsentation? Solltet ihr schon früher einen Vortrag oder eine Präsentation halten und hatten Sie Lampenfieber? Ja, übrigens, Sie können auch mit diesem Wort, also mit Wortschatz arbeiten, Lampenfieber oder sowas, welche, welche Worte könnten wir noch im Kopf aus unserem, also aus unserer Erfahrung noch rausziehen, so welche, welche Fieber gibt es noch, ja? Also die, die Möglichkeiten mit Video zu arbeiten oder verschiedene grammatische Aspekte zu bearbeiten, sind unbegrenzt. Ja? Selbstverständlich mit, im Lehrwerk oder mit Lehrwerk wäre es leichter, weil alles ist schon vorbereitet. Bräuchten nur den Inhalt des Lehrwerks zu folgen. So, wenn aus welchen Gründen nicht möglich wäre, dann könnten Sie einfach Video als Bestandteil von als Basis für Ihre weitere Arbeit nehmen. So, selbstverständlich, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Optionen mit Video und mit anderen Videobeispielen, Videomaterialien in PagePlayer App zu arbeiten oder aus PagePlayer App zu nehmen. So, dazu, diese Applikation ist kostenlos. Sie können das einfach bei Google Play oder App Store herunterladen und genauso als Ergänzungslernstoffe im Unterricht anzuwenden. So. So, ich möchte gleich noch eine Art von Video demonstrieren. Das sind sogenannte grammatische Erklärfilme. Aber ich finde sowieso diese Option nützlich, weil diese Video als Bestandteil von Grammatik aktiv, von der Neuauflage, Neuausgabe von Grammatisch aktiv sind. Und ich finde diese Video sehr sehr angenehm, sehr gemütlich, sehr lustig und das weckt immer die Interesse und macht Spaß. So. Verben im Präsens. Übrigens sehr anschaulich. So. Ich komme. Ich komme aus Spanien. Du kommst. Du kommst aus Bulgarien.
Sie kommen. Sie kommen aus Syrien. Er kommt. Er kommt aus Vietnam. Sie kommt. Sie kommt aus Japan. Es kommt. Es kommt aus China. So. Na, im Prinzip gibt es sehr viele grammatische Video, also sie sind auch absolut zugänglich für alle. Also wenn Sie das bräuchten, dann herzlich willkommen. So, welche Trends gibt es in diesem Bereich? So, das Thema vom Einsatz des Videos oder der Filmen, der Video im Unterricht sind sehr verständlich und unbegrenzt. So, es gibt sehr viele momentan sehr viele Ideen, sehr viele Möglichkeiten dank künstlicher Intelligenz, dank der Optionen von virtuellen Realität. Also meine vom technischen Standpunkt gibt es sehr viele Optionen für die neue Formate, immer etwas Neues mit Lernenden zu probieren. Ja, die Lernende könnten auch ihre eigene Videoformate, Videofilme zu entwickeln, also zu jedem Thema könnten Sie ein Video oder einen Film machen, so, also Filmen normalerweise für unsere Jugendliche, die als Digital Native schon seit langem genannt werden, ist ein normales Leben. Ja? Und so, sie könnten wirklich diese Art von Arbeit mit ihren Lernenden probieren. So, es könnte auch sein. So, was soll ich zum Schluss sagen? Ja, dass die Videofilme, verschiedene Typen von Videos, Erklärfilme, grammatische Filme, Filme mit extra landeskundlichen Informationen, ja, ist eine Quelle für zahlreiche Übungen, für Entwicklung ihrer Kompetenzen ihrer Lernenden. Sie geben die Innovationskraft, bringen etwas Neues im Unterricht, so machen den Unterricht abwechslungsreich, ja, bringen die Entspannung, machen Spaß und wirklich steigen die Motivation und tragen zur Entfalten und Förderung der Kenntnissen bei. So, die Hauptsache, Sie könnten nur etwas wählen, was wirklich Ihre Lernende brauchen. Moment. So, wenn Sie Fragen haben, dann könnten Sie einfach mir schreiben, so, oder
telefonieren Sie mit mir, meine Kontaktnummer, meine E-Mail-Adresse sehen Sie auf dem Bildschirm. So, ich bin immer stehe immer zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, wäre es ziemlich interessant. So, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.